Oh, hallo, meine liebwertgeschätzten Freunde. Ich bin etwas erkältet, deswegen entschuldigt mich bitte. Heute habe ich mit Moment. Mashiroiro Symphony Love is Pure White einen sehr beruhigenden Anime rausgesucht, denn nicht nur die Musik, die über den ganzen Anime eigentlich nur ruhig ist, dort ist nichts, wie soll ich sagen, so Aufregendes, sondern einfach beruhigende, dramatische Handlung. Während des Guckens bin ich wirklich überrascht gewesen. Ich habe mir den Storyverlauf oder eher, wie sagt man das hier im Deutschen, die Erzählung, die Handlung, den Verlauf der Handlung habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Das ist, wie in den Genres auch steht, ein Harem, aber es ist ein anderer Harem. Das ist so, wie soll ich sagen, ein Klanert-Harem. Der hat mich auch wirklich überrascht bei einem Punkt. Ich muss gleich spoilern, deswegen ich werde euch davor noch vorwarnen. Bei einem Punkt war das denn nämlich so, dass er fast in die Richtung von Klanert gewechselt ist, denn die Verbindung, ja, dazwischen, gleich dazu mehr, ja. So, womit haben wir es zu tun? Wir haben es mit einem, Moment, ich muss mal auf die Details gehen. Ihr müsst wissen, meine Empfehlungen mache ich meistens, oder wie soll ich sagen, oft. Oder nee, wie soll, nee, immer, ja. Eigentlich ohne Zettel. Was ich als Hilfe benutze, sind die Beschreibungen und die anderen Angabe ange ange angegebenen Sachen. Sowas wie Episodenanzahl und so. Wir haben nämlich hier 12 Episoden aus der Season 2011 im Herbst. Ja, und es ist Comedy, Drama, Harem, Romanz und School. Harem, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein toller Harem. Der hat eine Maid, der hat einen Senpai, der hat, also alles weiblich natürlich, eine Schwester, der hat und drei Klassenkameradinnen. Sorry, zwei andere. Und ich finde, die haben, das ist mal ein anderer Harem, als den wir den, also als ich den kenne. Ich weiß noch, mit Sora no Ute Shimono ist ja die ganze Ecchi-Szene auf mich zugeflossen. Danach kam Omamori Himari, danach kam Date Life, dann High School DxD, alles Harems mit Ecchis. Und hier, genau wie bei Clannad, ein, doch, der ist, man kann da schon, also es gibt da Nacktszenen, es gibt auch selbstverständlich Körperkontakt. Und jetzt komme ich zu der Sache, die mich wirklich überrascht hat. Das wird auch eher ein Spoiler. Genau, erstmal vielleicht etwas zur Story. Die Story geht einfach, es handelt sich einfach darum, dass eine Mädchenschule einen Zusammenschluss hat mit einer anderen Schule. Und der Protagonist war mit seinem Freund und seiner Schwester ein Schüler dieser Schule, die dazugekommen, also zu der Mädchenschule angeschlossen werden sollte. Und es war halt so ein Testlauf. Da waren, dieses Hauptnebenmädchen war dagegen, hat er sich mit der befreundet. Da hat er sich mit der befreundet, dann gab es noch ein anderes, was danach gegen ihn war, hat er sich ebenfalls mit der befreundet. Und dann kam das, also das wird jetzt ein Spoiler. Irgendwie voll plötzlich kam der mit der, wie heißt, der Senpai von dem. Mein Gott, meine Stimme bringt mich um. Kam also ganz plötzlich mit der, also älteren Mitschülerin von dem zusammen, die halt die Clubpräsidentin war, wo die waren alle in so einem gleichen Club und da war die Clubpräsidentin. Auf einmal kam der ganz plötzlich mit der zusammen. Das ist, glaube ich, die hier im Bild, die links. Das hat mich so aus der Bahn geworfen, denn während ich die Episode geguckt habe, in der das vorkam, habe ich so dank meines natürlich vor, wie soll ich sagen, fortschrittlichen japanische Kenntnissen, konnte ich währenddessen noch andere Aufgaben machen. Ja. Natürlich, ich musste, bei so ganz langen Sätzen musste ich natürlich umswitchen, um zu lesen, aber dabei konnte ich es noch was anderes machen. Und dann war auf einmal, ich habe umgeswitcht, auf einmal waren die zusammen, die haben sich umarmt, haben rumgeknutscht. Was war da los? Das hat gar nicht da rein. Doch, das hat vielleicht da reingepasst, aber es kam so plötzlich. Und danach dann fingen die, wie ich die gefunden habe, die Parallelen zu Klanert. Erstmal, die ist älter, die ist kränklich. Das ist ein Mädchen.
Warte, ich hatte da noch mehr. Sie ist übelst süß. Ja. Die Schwester, ach, die Schwester sowieso süß. Aber naja, da fing natürlich dieser ganze Konflikt an mit... Ja, das andere Mädchen liebt ihn, was soll die machen? Die weint. Da gibt's noch ein Mädchen, was ihn liebt. Da hat er noch eine eigene Mate. Ja. Und hier sind die nochmal alle versammelt, die Mädchen. Rechts unten die Schwester. Warte, was hat die Schwarzhaarige zu suchen? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, mich hat der eigentlich wirklich überzeugt. Ich habe den am Anfang wirklich unterschätzt, den Anime. Ich denke mal, den kann man wirklich halt als empfehlenswert abstempeln. Ich gebe da mein persönliches Siegel drauf. Wir sehen uns da beim anderen Anime. Bis dahin und tschüss. Habt Spaß mit Mashi Roiro Symphony Love is Pure White. Tada!